Fischland, das Zingst. Wunderschön, abwechslungsreich und vielfältig. Aber die Halbinsel besitzt neben einem eindrucksvollen Panorama auch eine interessante maritime Vergangenheit, wobei eine der beliebtesten Traditionen wohl die Fahrten mit Zesenbooten sind. Diese charmanten Holzboote sind mittlerweile eine regionale Rarität geworden. Aber auf ein paar liebevoll erhaltenen Zeesbooten kann man immer noch eine faszinierende Segeltour über den Bodden erleben. Der Hafen in Wustrow. Eine schöne natürliche Kulisse erwartet den Gast hier. Der Ort lädt zum Verweilen und Entspannen ein. Aber im Hafen von Wustrow liegt auch das Zeesboot Bill. Dieses ca. 1920 in Brege erbaute Schiff fährt von hier aus mehrmals täglich mit seinen Gästen an Bord auf den Bodden. Ausfahren unter braunen Segeln, heißt es dann. Seit vielen hundert Jahren gehört dieser Anblick der stolzen Segler zum Bild des Fischlandes. Die traditionellen Boote dienten einstmals als Fischerboote, wobei die Fischer ein breites Schleppnetz über den Grund quer vor dem Winddriften zogen und somit zesten. Heute sind sie als Fischereifahrzeuge nicht mehr im Einsatz. Sie sind heute im sportlichen Bereich im Einsatz. Wie gesagt, bei Zeesbootregatten werden sie genutzt, sie werden privat genutzt und eben auch kommerziell mit Urlauberfahrten. Traditionell gezeest wurde mit diesen Booten bis in die 80er Jahre. Dann hat der letzte Segelfischer, ein Fischländer, das Grundschleppnetzfischen unter Segeln eingestellt. Um mehrere Zesenboote einmal in Aktion zu erleben, bietet sich eine der verschiedenen Regatten an. Auf Fischland das Zingst und an der südlichen Boddenküste werden während des Jahres mehrmals solche veranstaltet. Aber nicht nur Turns auf traditionellen Zeesbooten laden hier zu maritimen Aktivitäten ein. So kann man unter anderem auch auf einem Kajak diesen einzigartigen Lebensraum erkunden. Auf den Darstouren, in Begleitung eines fachkundigen Guide, geht es hinaus auf Bodden und Ostsee. Die Touren sind geeignet für Einsteiger und starten an unterschiedlichen Ausgangspunkten. Die Halbinsel Fischland das Zingst, umgeben von den Vorpommerschen Bodden und der Ostsee, ist sicherlich einer der schönsten und spannendsten Schauplätze der Natur in Mecklenburg-Vorpommern. Und das Beste ist, man kann diese traditionell auf Zesenbooten oder auch auf Kajaks erleben.